Wieso tust du dir das an, Alter? Ich heule wirklich gleich. Noch 20 Kilometer! Ich habe versucht, innerhalb von 12 Stunden fremde Leute zu finden, die mit mir von Köln bis nach Paris über 500 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ob das geklappt hat und was alles passiert ist, erfahrt ihr im Video. Ich wurde von Fritz Meinecke dazu eingeladen, in einem riesigen Projekt von ihm dabei zu sein, wo es darum geht, mit wenigen Gegenständen 7 Tage lang in der schwedischen Wildnis zu überleben. Das Problem an der Sache, es sind 6 Survival-Experten dabei, Survival-YouTuber, und ich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin absolut untrainiert und genau das wollen wir in den nächsten Wochen ändern. Weil eben auch nicht mehr so viel Zeit ist, bis das Projekt losgeht, musste ich schnell handeln und mich dafür entscheiden, was ich als erstes machen will. Ich wollte an meiner Fitness arbeiten und so schnell es geht mit dem Fahrrad von Köln nach Paris fahren. Natürlich brauchen wir aber auch noch ein bisschen Equipment, deswegen habe ich bei Rose angerufen und die haben uns freundlicherweise ein paar Pakete zur Verfügung gestellt. Dann kam aber die Frage in mir auf, gibt es nicht vielleicht auch noch andere Leute, die Lust hätten, genau das Gleiche zu tun? Also habe ich eine Insta-Story gemacht und gefragt, ob es Leute aus meiner Community gibt, die bereit sind, morgen in 12 Stunden am Kölner Dom zu sein und mit mir mit dem Fahrrad bis nach Paris zu fahren. Ich habe 2 Fahrräder da, ich habe 2 komplette Ausrüstung. Meldet euch gerne hier und dann fahren wir morgen zusammen mit dem Fahrrad nach Paris. Dreiviertel Stunde später, es haben sich eine Menge Leute gemeldet, die Lust und Zeit gehabt hätten mitzufahren. Ich habe das Fahrrad und das gesamte Setup jetzt an eine Person gegeben. Wenn ihr aber selber ein Setup habt, wenn ihr selber ein Fahrrad habt, ein Zelt, eine Hängematte, dann könnt ihr trotzdem mitkommen und wir machen daraus eine Community-Tour nach Paris. Ein Tag Planung oder besser gesagt kein Tag Planung. Die Räder sind ready und ich habe meinen Mitfahrer gefunden. Raphael hat das 2. Fahrrad, wir haben alles fertig gepackt und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dom, wo möglicherweise irgendjemand steht, der mit uns mitfährt. Ach du Scheiße, was geht ab? Ich hätte niemals damit gerechnet, dass so viele Leute in so kurzer Zeit aus ganz Deutschland anreisen werden und mir war aber gleichzeitig auch bewusst, dass es nicht jeder von ihnen schaffen wird. Besonders bei einer Person war ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht schaffen würde. Ansgar ist aus Magdeburg die komplette Nacht angereist, mehrmals umgestiegen, wurde aus dem Zug geschmissen, weil er nicht das richtige Ticket hatte, die Steckdose neben ihm hat angefangen zu brennen und er hat kein Auge zugedrückt. Aber wo ist das Problem? Er hatte keinen Schlafsack dabei, er hatte kein Zelt dabei, er hatte keine Luftmatratze dabei, sein Fahrrad hatte eine Bremse und vor allem nur einen Gang. Also noch schlechter vorbereitet als wir, ging es los auf die große Reise. Die Schnellen, die geben Gas, die Langsamen setzen sich ab, es ist kein Rennen so. Wir werden nicht bis Paris und auch nicht bis Aachen und alle gemeinsam in einer 10er-Gruppe fahren können. Wir fahren einfach mal los und dann schauen wir mal. Ja, was soll ich sagen, Alter? 3 Fritz Meinecke Videos geguckt, ready fürs Leben, Alter. Frontansicht sieht sehr, sehr nice aus. Die ersten 75 Kilometer sind geschafft, wir sind in Aachen. Die absolute Hölle und der absolute Traum, viel besser als gedacht. Jetzt probieren wir heute nochmal 50 hinterher abzureißen und dann irgendwie auf die 125 zu kommen. Es regnet ja immer noch, perfekt. Ey, ich bin viel zu gut drauf für all das, was wir gerade durchmachen. Hallo! Wir sind in Belgien. Yes! Endlich! Oh nein! Oh nein! Ich bin gestürzt! Hilf mir auf! Warum denn genau nach der Grenze? Oh Mann, ich bin verletzt! War das Auto? Ja! Zum Glück habe ich eine Auslandskrankenversicherung über meinen Lieblingsversicherungsmanager Clark abgeschlossen. Clark ist der perfekte Versicherungsmanager, um alle eure Versicherungen auf einen Blick zu haben. Der hilft euch dabei, die richtigen Versicherungen zu finden. Und wenn ihr nicht genau wisst, in welche Richtung ihr versichert sein solltet, vielleicht auf einer speziellen Reise, wie jetzt bei uns, dann gibt es sogar extra Versicherungsexperten von Clark, die euch dabei helfen, die perfekte Versicherung für eure Bedürfnisse zu finden. Clark hilft euch nicht nur dabei, die richtigen Versicherungen zu finden und dabei den Überblick zu behalten, sondern Clark ist auch komplett kostenlos. Also klickt den Link in der Videobeschreibung und ladet euch Clark runter. Es fängt mega an zu regnen und wir müssen schnell weiter. Bei Clark werdet ihr nicht im Regen stehen gelassen. Ladet euch die App also runter und checkt eure Versicherung. Fangt an zu sparen, ist komplett kostenlos. Vielen Dank, dass ihr mich und dieses Projekt hier unterstützen und möglich machen, dass wir und alle Leute um mich herum mit mir nach Paris fahren. Let's go. Jetzt verstehe ich, was Fritz Meinecke meint, wenn er sagt, das interessiert mich nicht. Wir sind jetzt knapp 90 Kilometer gefahren. Ich habe quasi keine Power mehr. Wir sind alle komplett nass und es macht trotzdem Bock. Es ist scheißegal, ob es regnet. Wir sind alle übel zum Ballern. Die Stimmung ist gut und es ist ein absoluter Traum. Yes! Alter, wieder hoch, Digga. Alter. Wir haben 100 Kilometer geschafft. Ja. Es ist ein absoluter Traum.
harter Traum. Wir kommen gut voran und wir sind jetzt gleich da in unserem Hotel, denn wir haben uns dagegen entschieden, jetzt heute Nacht draußen zu pennen, denn wir sind alle übelst fertig. Denn wir sind heute über 125 Kilometer gefahren und so soll es in den nächsten Tagen weitergehen. Nicht wahr, Rafa? Ja, ab geht's. Okay. Sehr gut. Ab geht die Post. Zeig mal, was die Kiste kann, das leckere Pferd. Wir haben es geschafft. Digga. Ich habe mich so sehr aufs Fahrradfahren konzentriert, dass gar nicht im Video richtig rübergekommen ist, wie anstrengend das wirklich war. Der Großteil der Gruppe war untrainiert und wir haben am ersten Tag 130 Kilometer gefahren. Für die Beine, für den Hintern und so ziemlich jedes andere Körperteil ist es eine absolute Tortur. Wenn es dann noch regnet und man in den nächsten Tagen mit den verregneten Klamotten wieder starten muss, ist das nicht die allerbeste Ausgangssituation für den ersten Tag. Deswegen sind wir die erste Nacht ins Hotel gegangen, um zumindest ein bisschen Schlaf zu bekommen. Anders sah es bei unserem Freund Ansgar aus, der um 7.30 Uhr bei uns an der Tür im Hotel geklopft hat, weil er zu dem Zeitpunkt dann im Hotel angekommen war. 7.30 Uhr morgens. Komplett durchnässt hat er dann, während wir gefrühstückt haben, eine Stunde Zeit gehabt, seine Sachen ansatzweise zu trocknen, was natürlich nicht funktioniert hat. Und dann war aber klar, wir müssen weiter. Alle wollten so schnell wie es geht nach Paris und es war klar, dass es nicht jeder schaffen würde und dass wir hier und da Leute verlieren. Ansgar war aber trotz wenig Schlaf, trotz zwei Nächte wenig Schlaf, direkt wieder mit am Start und ist mit uns losgeradelt. Auch wenn wir ihn nach 5 Kilometern dann direkt wieder verloren. Von vornherein war klar, alle müssen in ihrem eigenen Tempo fahren, müssen entweder so schnell fahren, dass sie mit der schnellsten Gruppe mitkommen oder langsamer in eigenem Tempo. Hat zufällig noch jemand eine Kette dabei? Tag Nummer 2, wir sind es kann endlich weitergehen und wir haben Großes für heute vor. Mindestens so 4 Kilometer wie gestern und möglicherweise noch mal ein bisschen mehr. So, now bitte, let's go. Ah, mein Arsch, Alter. Es läuft wunderbar. Wir fahren gerade mit 30 km/h Richtung Paris, haben schon 25 Kilometer hinter uns und es macht eine Menge Spaß. Unsere Gruppe ist noch mal deutlich kleiner geworden. Wir sind jetzt nur noch mit 6 Leuten unterwegs, die aber alle genau das gleiche Tempo fahren und sich gegenseitig mitziehen. Ich glaube auch, dass wir die finale Gruppe sein. Wir haben circa 70 Kilometer geschafft. Wie hätte es anders sein sollen? Natürlich. Wenigstens aber erst nach 300 Kilometern der erste platte Reifen. Bis dato lief es eigentlich alles ganz gut. Bis dato. Ich meine, wir haben die guten Dinger. Ne? Da passiert niemals was. Ja, bei uns nach wie vor alles tipptopp, alles feste, alles heile. Vielen, vielen Dank an Rose nochmal, dass sie uns die beiden Räder zur Verfügung gestellt haben. Dieses und dieses, ein absoluter Traum. Wirklich, ist es ein Gedicht. Und unser Reifen ist eben auch nicht platt. Ja, aber das gibt's wirklich. Das sind dann Reifen ohne Schläuche drin. Jungs, bisschen dehnen und so. Komm, macht euch locker. Nach 250 Kilometern alle verrückt geworden. Boah, geil, Alter. Schlecht gestärkt, aber dafür gut ausgeruht geht's jetzt weiter. Ich komme so langsam an meine Grenzen. Mein Gott, Alter. Es gibt den zweiten Reifen. Let's go. Das kann ich jetzt vergessen, Alter. Letzte paar Meter. Hey, was machst du da? Wir haben einen Schlafplatz für die zweite Nacht gefunden. Also der Schlafplatz ist ein Traum, aber meine Verfassung ist die absolute Hölle. Ich merke, dass meine Beine komplett am Start sind und jetzt richtig anfangen zu arbeiten oder das zu verarbeiten, was in den letzten Tagen passiert ist. Und morgen wird sehr unentspannt. Und ich bin eine Sekunde, nachdem ich hier ins Bett gefallen bin, absolut ready, jetzt komplett durchzuschlafen bis morgen und in irgendeiner Weise zu verarbeiten über Nacht, was in den letzten Tagen passiert ist. Am Ende von Tag 2 hatten wir unser gesamtes Equipment aufgebaut, also Zelt, Luftmatratze, Schlafsack und so weiter. Und von Ansgar war nach wie vor keine Spur. Also habe ich ihm eine Sprachnachricht gemacht, in der ich ihm erkläre, warum ich es für schlauer halte, warum es der sicherere Weg ist, wenn er den schnellsten Weg nach Hause antritt. Ich sag dir ganz ehrlich, wir sind so weit voraus, musst du schauen, ob sich das für dich lohnt. Um es kurz zu fassen, manche Leute konnten nicht mit dem Tempo mithalten, andere Leute hatten nicht das richtige Equipment. Bei Ansgar war beides der Fall. Aber er hat einfach nicht aufgegeben. Alles gut, kriegt das hin. Wir sehen uns gleich. Und ist die ganze Zeit weitergefahren. Jeden Tag 5 oder 6 Stunden länger als wir, die schnellere Gruppe. Und hat einfach über die Zeit dann die Kilometer wieder rausgeholt. Kam aber trotzdem nicht ganz an uns ran. So sah das hier aus. Wir haben direkt neben so einer Fabrikhalle gepennt. Dadurch hatten wir Schutz von der Seite. Hier auf der anderen Seite ging es ein bisschen hoch. Und jetzt Frühstück. Und was noch hin, zwei Baguettes, eine Banane. Let's go.
Tag 3, es geht los. Wir sind komplett am Ende, aber haben Bock, denn das Ziel ist in Sicht. Wir haben mehr als die Hälfte der Strecke geschafft und den Rest kriegen wir jetzt auch noch hin. Let's go. Kilometer in der Tour drin. Wir fahren durch feinste Natur die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Kornfeldern her. Frankreich ist einfach viel zu riesig für die 67 Millionen Einwohner, die sie haben. Für den dritten Tag alle erstaunlich fit. Un plat de beaucoup spaghetti pour nous. Avec les vélos, 200 km, beaucoup de femmes. Et à las 3 heures, on sera promis à 3 heures. On payait bon prix. Après, on ouvre à 18 heures. Merci, je suis désolé. Au revoir. Alter, Rafa, bin ich komplett am Freestyle. Das größte Problem an unseren Etappen ist, dass wir immer zeitlich so bei unserem Mittagsstopp ankommen, dass schon 14 oder 15 Uhr ist. Und in Frankreich das völlig normal ist, dass die Restaurants um 14 Uhr einmal die Küche zumachen. Und das passt uns überhaupt nicht. Genau so verschiebt sich dann unser zweiter Stopp abends wieder auf 21 oder 22 Uhr, wo die Küchen dann schon wieder schließen und wir bekommen meistens nie was Vernünftiges zu essen. Und wir brauchen vernünftiges Essen. Pourriez-vous préparer une portion de pâté pour 15 heures? Oui. Oui? Oui. Killer, Junge. Ja, wir haben krank. Das dachten wir zumindest. Was uns nicht bewusst war, Raphael hatte in seinem Freestyle-Französisch für 6 Leute Pâté bestellt, was Teig bedeutet, und nicht für 6 Leute Pâté bestellt, was Nudeln gewesen wären. Es war so dumm. Es war so dumm. Nach ein bisschen Diskussion hat es dann aber trotzdem funktioniert und nach 3 Tagen ohne warme Mahlzeit hatten wir endlich alle einen Teller Nudeln vor uns stehen, der uns dabei geholfen hat, danach endlich wieder mit Power weiterfahren zu können. Let's go. Alter, das kannst du niemandem erzählen. Und dann plötzlich, kurz nach der Pause, fährt eine Person auf den Parkplatz, mit der niemand mehr gerechnet hat. Was geht ab, Digga? Krank, oder? Ja, das ist der absolute Boss hier. Digga, ich komm da nicht drauf klar. Wieso tust du dir das an, Alter? Will nach Paris, Mann. Er will nach Paris! Ey, Junge, ich komm da nicht drauf klar. Ich guck bestimmt 6 Stunden auf mein Handy. Ich sehe immer 30 Kilometer, weil ihr immer weitergefahren seid. Das ist komplett gestört. Und deine Kette hält? Ja, Alter. Alter. Gut gestärkt. Geht's weiter auf die nächsten 50 Kilometer heute. Und damit auch die letzten 150 Richtung Paris. Wir sind auf der Autobahn. Zwischenstand Tag 3. Ja, gerade von der Autobahn runter ins Dorf geschossen. Alter, das war aufregend. Ich kauf's ihm ab. Ich auch. 90 Kilometer jetzt gefahren. Gleich im Dorf Zelt aufschlagen, Supermarkt und so. Hätte mir vor der Reise jemand gesagt, dass ich 100 Kilometer als sehr entspannt wahrnehme, hätte ich es ihm wahrscheinlich nicht abgenommen. Und 100 Kilometer haben sich als absolut nichts herausgestellt und alles, was danach kommt, wird deutlich, deutlich schwieriger. Quasi exponentiell schwieriger. Juhu! Absolute Legende mit Fixi. Letzten Meter für heute. So, dritter Abend. Wir sind wieder draußen. Die Zelte stehen. Wir legen uns hin und machen uns ready für die allerletzte Etappe. Morgen gehen Paris. Wir haben 6.10 Uhr, Tag Nummer 4. Hier ist Rafa, hier bin ich. Das ist ein Trekkingzelt, 2 Personen. Ich habe eine Luftmatratze hier dabei. Rafa hatte ich auch eine gekauft, die hat er aber auf dem Weg verloren. Unsere beiden Schlafsäcke bis 0 Grad geeignet. Sehr wichtig, vor allem heute Nacht. Und das werden wir jetzt wieder zusammenbasteln. Und dann ballern wir die letzten 100 Kilometer nach Paris. Boah, es ist richtig kalt. Potenzielle Ankunftszeit, 16, 17 Uhr. And off we go. Der finale große Tag. Oh, mein Arm. Ja, meiner auch, Alter. Alter, Mann! Oh, mein Gott, Alter! Ey, hat irgendjemand Schmerzmittel? Die letzten 40 Kilometer nach Paris haben angebrochen. Die ballern wir jetzt noch durch. Und ich schätze, in den nächsten 10 Kilometern könnte es anfangen, dass wir auf die Stadt schauen können. Wir sind einfach quasi mitten in Paris, aber die Strecke ist jetzt nochmal richtig geil geworden. Wir fahren quasi mitten durch den Wald. Das ist ein absoluter Traum, niemand ist hier und wir radeln jetzt ganz entspannt in Richtung Tour Eiffel. Noch 20 Kilometer!
Und nach 500 Kilometern, einem Hinterteil, auf dem man nicht mehr sitzen konnte, brennenden Beinen, einem viel zu dicken Knie, Blessuren an allen möglichen Stellen, hatten wir es tatsächlich geschafft. Dazu waren wir aber so fertig, dass selbst bei der Ankunft am Eiffelturm nach noch 2 Stunden durch den Pariser Stadtverkehr fahren, keiner mehr Kraft hatte, sich richtig darüber zu freuen, dass wir da waren. Zumindest nicht offensichtlich darüber zu freuen. Wir waren alle mega fertig, alle super happy, dass es geklappt hat. Es war eine unglaubliche Reise, es war ein unglaubliches Erlebnis und ich habe wirklich das Gefühl, besser vorbereitet zu sein auf Seven vs. Wild, einfach weil es eine absolute Kopfsache war, in 4 Tagen nach Paris zu fahren. Wir sind eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 km/h bis nach Paris gefahren, über 500 km. Über 3000 Höhenmeter und das soll es gewesen sein. Das, meine lieben Freunde, war die Geschichte, wie ich mit 6 Leuten aus meiner Community 500 Kilometer nach Paris zum Eiffelturm gefahren bin. Vielen Dank, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt. Lasst dem Video gerne ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns nächste Woche wiedersehen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch machen soll, um mich vernünftig auf das Projekt mit Fritz vorzubereiten. Macht's gut.